Grüß euch Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Sekiro New Game Plus. Heute geht es weiter hier in diesem schlimmsten aller Gebiete gefühlt. Oh nein. Oh, wer mich jetzt schon gesehen? Oh nein. Ich gehe mal wieder ein Stückchen zurück. Ich sollte vielleicht eher hier rumgehen. Oder ich sollte grundsätzlich mehr schleichen. Hey, hier wäre doch eigentlich Gokans Konfekt wieder sehr geil. Davon haben wir zwar inzwischen kaum noch was, aber... nicht Goka, ja, wir haben davon echt nicht mehr viel. Aber wir haben ja noch... Können wir versuchen, uns mit dem hier durchzuboxen. Gachins Geistschutz. Ich hoffe, der hält nicht nur ultra kurz... Wahrscheinlich schon, aber vielleicht kommen wir zumindest ein bisschen weit. Und vor allen Dingen, sie sehen uns halt nicht, wenn wir das die ganze Zeit machen. Ich glaube, der schaut nicht zu mir her. Hoffe ich jetzt einfach mal. Kann ich zur Not hier rein abhauen? Kann ich nicht. Scheiße. Okay, hier ist die Tür. Sicherheitshalber nochmal. Aber wenn man das einmal weiß, ist es, glaube ich, echt nicht so unverdammt, unverdammt schwer, genau. Okay, das waren alle. Sehr gut. Okay, aber solange das keiner... Oh nein. Okay, alles cool. Oh nein, okay, ich... Okay. Ich habe das ein bisschen unterschätzt. Bin mir immer noch nicht sicher, warum dieser Gang so ewig lang hier rein ist. Naja, wir hören auch schon gerade... Ich dachte mir gerade schon, was ist denn das? Aber das ist hier der Bulle. Da, genau hinter der Tür. Kann man leider wahrscheinlich noch nicht durchschlagen, aber naja. Ja, Blitzdinger sind okay. Das Problem ist eher... Konnte ich nicht hier gerade irgendwie hoch? Kann man hier eigentlich irgendwie aufs Dach? Ja, aber das ist ja erst später. So, wir haben gesagt, dass es sinnvoll ist... Komm! Lass mich irgendwo hoch. Danke. Wobei, jetzt wandern die in eine andere Richtung als der hier, oder? Oh nein, wer entdeckt mich da gerade? Oh, okay. Die da am Dach, aber die ist ja noch nicht wichtig. Okay, idealerweise mache ich jetzt folgendes. Ja. Au, ich wollte aufladen. Okay. Die sind so ein bisschen arschig, weil die perfekt zu parieren ist, sagen wir mal, sehr schwer. Ist irgendwer genau über mir, oder? Aber wer ist denn hier genau über mir?
Hä? Wer zur Hölle? Ach, war das eine wieder auf dem Dach, oder was? Ich glaube, es war eine auf dem Dach. Göttliches Konfetti, wunderbar. Wir könnten jetzt rein theoretisch hier schon außenrum weggehen. Aber ich will natürlich hier, wenn wir das schon mal machen können, auch alles mitnehmen. Weil ich glaube, dass das so eine der besten Möglichkeiten ist. Ich weiß nicht, wie lange das hält. Das ist mir zu riskant. Ich kann es nur noch ein, zwei Mal... Oh, nein. Ich weiß nicht, wer von denen mich entdeckt hat. Okay, der mit dem Roten. Der ist eigentlich gar nicht so schlecht. Weil ich lock den jetzt einfach so ein bisschen hier... woanders hin. Ich glaube, der sieht mich nämlich, egal was ich mache. Also ich glaube, bei dem hilft Gatschins Konfekt nicht, weil ich meine, der ist so einer mit roter Robe. Der wird einer der, naja, der Stärkeren sein, der Oberen, wie auch immer. Der hält auch zwei Schläge aus. Im Vergleich zu allen anderen, bevor er gepoisebreakt ist. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass das... Naja, versuchen wir es. Also. Oh nee. Das ist jetzt weniger geil. Ha, ich bin hier ganz stuck gewesen. What the fuck? Okay, solange eine nur kommt, ist es okay. Auch wenn das die beschissenere von beiden ist. Ich weiß nicht, ob sich die jetzt wieder umdreht, um zurückzulaufen. Wenn ja, dann sprint dich zu ihr hin. Okay, sehr gut. Jetzt ist die Frage, hier ist natürlich dieses beschissenste aller Duos. Wo ich nicht gut hinkomme, Oh, göttliches Gas. Ich glaube, hier war einer der Kürbissamen drin, soweit ich mich erinnern kann. Ich glaube, hier war sogar der letzte Kürbissamen drin. Genau, hier, man kommt hier nämlich nirgendwo raus. Aber jetzt haben wir alles geklärt. Also ich glaube, sogar in meinem ersten Durchlauf bin ich hier häufiger gestorben. Also häufiger, so zwei, dreimal. Oh ja, wir können ja jetzt hier auch durch. Ich versuche jetzt mal was. Hat geklappt. Sehr schön. Jetzt sollte ich nur nicht gegen die verrecken. Oh nein. Ah ja, genau. Wie soll man... Okay, ich habe eine Idee. Oh fuck, natürlich bist du wie ein Miniboss. Geskriptet, du Hurensau. Ja, es könnte sein, dass wir den jetzt hier verrecken. Was soll ich machen gegen das? Außer weglaufen. Ja. Nein! Willst du mich vollkommen verarschen? Ich muss eigentlich die Lightning-Attacke baiten. Oh nein!
Oh nein! Was? Ich hab doch gesprungen, aber ich bin zu spät gesprungen. Nein, bitte nicht. Mann, oh mein Lightning. Mann, oh mein Lightning. Komm. Nein. Ich kann dich so nicht besiegen. Nein, 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 nein. Kleines, mieses Dreckskind. Ja, okay, Gott sei Dank. Alter Schwede, das war ein bisschen risky. Gebe ich zu. So. Wehe. Okay. Da habe ich mir echt gerade nochmal gedacht, ich schaue mir die Radieschen vielleicht von unten an. Okay. Ich raste jetzt hier nicht, weil wir haben noch was zu suchen, beziehungsweise was zu holen. Wo ich beim... Ich weiß nicht, habe ich das über... Habe ich davon eigentlich schon einmal ein Item? Ich glaube, das ist aber hier eins von den wichtigen Objekten. Und die werden ja nicht mitgenommen. Wobei, außer die Esoterik-Texte, die schon, aber... Der Rest glaube ich nicht. Ich schau mal kurz. Das ist alles nicht. Wir haben übrigens alle zweimal besiegt, außer... Ja gut, Uhu Vater, weil ich den beim ersten Mal nicht gemacht habe. Göttlicher Drache, Ishin und Dämon des Hasses. Ich weiß nicht, welcher von den beiden hier mir mehr Sorgen bereitet. Wenn ich mich verdenke, also mich falsch erinnere, verdenke... Und ich den doch pariert habe häufig, dann wird der fast unschaffbar sein. Wenn ich dem hauptsächlich ausgewichen habe, sollte der nicht viel schlimmer sein. Der hier allerdings wird so oder so nicht easy. Erholungsanmatches. Nee, ich glaube, wir haben... Ich glaube tatsächlich, wir haben das nicht mehr. Aber das macht ja auch nichts. Denn hier... denn hier... Danke. Finden wir noch eine Schatzkarpfenschuppe, noch eine Schuppe, genau. Noch eine Schuppe. Wir werden heute definitiv nochmal... Wobei, nee, wir wollen ja eigentlich die andere Seite sehen, wenn wir nicht dem Typen beim Hirata-Anwesen seinen Wunsch erfüllen, sondern dem anderen. Das hier wollte ich. Wasser aus dem Palast. Ein Becher gefüllt mit göttlichem Wasser, das bei den Adligen des Palastes beliebt ist. Hochzeitsprozessionen, die den Palast der Urquelle erreichen, werden mit diesem Getränk begrüßt. Der Nektar der Adligen im Palast. Nur zu, trink nach Herzenslust. Und das hört sich doch ein bisschen nach einer bestimmten Person an, oder? Ein NPC, den man an diesem Punkt, wenn man wie ich ist, eigentlich schon wieder vergessen hat, dass der überhaupt existiert hat, weil der einem nichts Sinnvolles gegeben, gezeigt... Da ist die Brücke gerade spät geladen worden. Also wirklich spät. Aber ja, es gibt tatsächlich einen Ort, wo wir damit hin können. Und zwar... Ich glaube, hier ist am sinnvollsten. Glaube ich. Nämlich, ihr ahnt vielleicht schon, welchen NPC ich im Kopf habe. Vielleicht denkt ihr aber auch an den falschen. Weil es gab ja prinzipiell nur zwei NPCs hier in Mibu. Finde ich übrigens auch lustig. Hier gibt es so eine Figur, die heißt Mibu Villa. Und das hier ist das Dorf Mibu. Im Englischen ist es sogar noch lustiger, weil zwischen Mibu Villa und Mibu Village ist ein relativ wenig Unterschied. Oh ja, nein, du. Okay, also das Problem an dem schwarzen, also an dem hier Phantom oder wie auch immer man das sagt, diesem komischen schwarzen Version von den normalen, ist das Problem, was richtig beschissen ist.
Moment. So. Da ist das Problem. Oh, wow. Damit habe ich jetzt absolut nicht gerechnet. Das Problem ist... Holy fuck! Was machen die gerade für Damage? Was würde ich jetzt überhaupt sagen? Ich habe mich gerade auf einmal auf den Kampf konzentrieren müssen, womit ich nicht gerechnet habe. Genau, das Problem an dem dunklen Typen ist, dass man so wahnsinnig schnell reagieren muss, wenn das Kanji-Symbol auftaucht. Also das japanische Zeugs, was die unblockbare Attacke und den Mikiri signalisiert. Das ist sehr schnelles Reagieren, was da gefordert ist. Genau, und Wasser des Palastes, was will der? Please, accept us as your humble servants. Genau. Wir können ihm das jetzt geben. Es bringt nichts, das zu behalten, also... Hello. Take this. Oh, this fragrance. Such an esteemed aroma. Finally, we may be accepted. We may serve as their humble servants. At last. At long last. You. Let me give you this. Oh, und er gibt uns dafür Drachenquellsacke. Okay, nice. In that case, you will surrender it to me. Das ist jetzt strange, weil laut Wiki soll der einen jetzt angreifen. Wollte ich eigentlich nicht spoilern, aber ich dachte, der greift mich jetzt an. Hä? Also eigentlich soll der einen angreifen. Ich raste jetzt nochmal ganz kurz am Idol. Oh Gott, das heißt, ich muss jetzt... Ja, dann, ich glaube, das hier ist nämlich echt näher. Es hat zwar genauso viele Gegner, wobei, nein. Hier, das Phantom ist hier gar nicht. Auf dem Weg. Ah, egal. Scheiß drauf, ich versuch's jetzt einfach mal. Ich habe echt 4 Heilungen verbraucht für die paar normalen Typen. Aber gut, wir werden jetzt einfach schauen, dass wir an denen vorbeilaufen, scheiß drauf. Aber eigentlich soll der nämlich einen angreifen. Hey, Idioten, ich bin ein Ninja oder ein Shinobi hier. Ninja sind ja die Bösen. Genau! Das ist, genau, das soll passieren. Ich dachte, es passiert instant. Was passiert, wenn er einen grabbt? Okay, er schlägt einmal zu. Ich dachte, es passiert irgendwas Geiles. Okay, dann. Gibst du mir auch irgendwas Geiles? Ein Schatzkarpfenschupfer? Auf 5 Schatzkarpfenschuppen. Schatzkarpfenschuppen. So rum. Ja, das... Das nehme ich. Würde ich denken. Das heißt, wir können... Wir haben... Wie viel haben wir jetzt eigentlich von denen? 18 Stück, okay. Das heißt, wir haben definitiv genug, um dem Typen, den wir begegnen erst im Palast,
jetzt viel Sachen abzukaufen, damit er uns den Köder gibt und wir das andere Ende sehen der Quest. Weil hier die eine, die wir am Ende der letzten Folge, wo wir heute die Folge gestartet haben, gesehen haben, der ist es, für deren Quest ist es egal, welchen Köder wir dem Karpfen geben, aber halt nicht für die beiden Topfheiligen oder Topftypen. Die sind, glaube ich, gar keine Heiligen, aber ja. Ach ja, eine Frage, das wollte ich noch mal ganz kurz schauen, weil ich mich nicht mehr dran erinnere. Bilde ich mir nämlich ein, dass der Bildhauer jetzt schon weg ist oder ist der erst weg, nachdem ich den Drachen gemacht habe? Weil es ist ja eigentlich schon Abend. Das finde ich übrigens, ich weiß nicht, ob man da sich an Bloodborne orientiert hat oder ob es tatsächlich noch irgendeinen tieferen Sinn hat. Na, er ist weg. Ne, er ist noch da. Okay. Ah, aber Emma ist da. Okay. This temple has too many. Achso, nee, das sagt Emma. Hey, don't be afraid to go all out. Okay. Oh, Master Wolf. There was a battle. Okay, okay. Schade. Ich dachte, da passiert jetzt noch irgendwas Geiles. Schade. Naja, gut. Ich wollte nur mal ganz kurz schauen. Macht ja nichts. Palast der Urquelle. Genau, Mibu Villa. Und eigentlich, im Englischen heißt das ja Mibu Village. Das hat ja eine besondere Verlinkung. Mir fällt übrigens gerade auf, dass... Es ist nicht so schlimm wie in Dark Souls 3, aber gefühlt ist die Laufdistanz zwischen und die Anzahl von Gegnern zwischen bestimmten hier von den Figürchen doch schon sehr stark unterschiedlich. Beispielsweise hier, es ist einmal direkt vor dem Nonnenbosskampf und dann direkt nach dem Nonnenbosskampf. Dann ist ewig weit bis hier. Kein Ding, bis da vorne kein Ding mehr. Und dann ist es nur einmal durch diesen kleinen, gut, aber der Abschnitt ist auch schwer. Gut, vielleicht zerdenke ich auch schon wieder alles, kann sein. Oh. Hallo. Da ist wohl einer nicht so gut gelaunt. Ich würde echt gern sehen, ob hier die Brücke ein vollständiges Modell hat. Einfach aus Neugier. Ja, noch können wir nicht gefahrlos ins Wasser, aber bald. Mibu-Ball der Seele. Wie gesagt, diese ganzen Mibu-Bälle verwende ich quasi nicht. Und ich glaube auch mit Mibu ist in dem Fall dann hier gemeint. Da oben ist dann da der Palast, der komische Dingheilige. Hier runter mit den Kopflosen, das kommen wir später zu. Oh. Ja, da hinten ist noch ein Item. Hol ich mir das jetzt oder... Ach komm. Ich will's wissen. Oh Moment. Ich hoffe, jetzt schießt... Nein! Ich bin nicht mehr am Wasser. Außerdem habe ich vergessen, den Bullen zu machen. I'm sorry. Ah ja, genau. Jetzt können wir hier relativ entspannt außenrum. Ist auch lustig. Hier der komische Typ, der die Bälle verschießt. Der will eigentlich nur nicht, dass wir ins Wasser gehen. Ihm ist vollkommen egal, was wir sonst machen. Solange wir nicht ins Wasser gehen, ist alles cool. Okay. Ich verstehe immer noch nicht, was dieser eine Adlige da soll, der mehr oder weniger nichts macht. Der nichts beschützt, der noch relativ, ich sage nicht schwer, aber der nicht gut zugänglich ist, also nicht als normaler Gegner fungiert. Vielleicht ist das der Gegnertyp, weil in Dark Souls 1 haben sie es ja so gemacht, dass ein neuer Gegnertyp gekommen ist, der dann wiederum
Oh nee. Achso, einer von denen da unten. Ein neuer Gegnertyp gekommen ist und dieser neue Gegnertyp, der Kristallgolem in den Archiven, der hat einen dann ja dorthin gehen lassen. In das DLC-Gebiet. Ich überlege mir gerade, vielleicht ist das der Gegner, der einfach später irgendwas droppen lassen wird, um ins DLC-Gebiet zu kommen. Könnte ich mir vorstellen. Dass er dann irgendwas droppt und da musst du dann irgendwas benutzen. Er droppt vielleicht irgendeinen Schlüssel zu irgendeiner Tür, zu der Tür, die ich letzte Folge schon erwähnt habe, wo ich mir denke, dass das DLC sein wird. Ich frage mich jetzt eigentlich gerade, ob... Ich weiß aber nicht, ob das geht. Ob man ihn einfach hier nicht backsteppen kann, aber hier einfach den hier machen kann. Geht nicht, okay. Sorry. Tut mir leid, ich wollte es versuchen. Bitte nicht böse sein. Moment. Einer der beschissensten Gegnertypen im ganzen Spiel, kann ich echt sagen. Weil die einzige Möglichkeit, wie man den einigermaßen gefahrlos machen kann, ist so. Oh, irgendwas ist gerade gestorben. Genau, weil ihm einfach hier irgendwie... Genau. Au, oh, wow, hier diese scheiß kleinen Dinger sind echt beschissen. Alter, was ist gerade jetzt passiert? War da gerade eine Wolke oder ist hier gerade irgendwie ein Gewitter gewesen? Habt ihr das auch gesehen hier in meiner Facecam? Hier wurde es auf einmal so ganz schnell dunkelhell, dunkelhell. What the fuck war das? Man kann halt immer nur einmal zuschlagen und muss... Der hat im New Game Plus definitiv einen ordentlichen Gesundheitsschub bekommen. Chill mal kurz. Fick dich. Alter. Der hat hier echt einen ordentlichen Gesundheitsschub bekommen. Also, holy fuck. Ich mach dem ja gar keinen Damage. Der ging im normalen New Game runter wie Butter. Das ist halt so ein bisschen, das weiß ich nicht, ob das nicht so perfekt optimiert wurde oder ob das halt intentional ist. Ob bestimmte Gegner, die im New Game
richtig easy waren, jetzt sau schwer sind und manche Gegner, die im New Game nicht so easy waren, aber okay, dass die auf einmal ultra easy sind. Da bin ich mir halt nicht sicher. So, und jetzt würde ich sagen, ich meine, wir müssen die ja ausschalten, die ganzen miesen Wichser. Habe eigentlich keine andere Wahl. Weil wenn ich die nicht ausschalte... Oh. Egal. Oh nein! Halt jetzt echt so ein Ausdauerkampf. Moment. Nein, ich dachte, das ist irgendwas an ihm. Oh, lol. Aber Moment, vielleicht. Nein, nicht wirklich. Wow. Ach, ich lebe noch, ja sicher.
mal die ganze Zeit, vielleicht macht er irgendwann diesen einen Move, den der andere Bulle gemacht hat, wo er einfach auf einmal sich quasi selbst getötet hat. Oder sich halt, ja, kann man so sagen. Aber wahrscheinlich war das ein Bug. Alter Schwede! Der war definitiv schwerer als der normale Bulle. Definitiv. Das war der schwerste Bullenkampf bis dato. New Game Plus, vollkommen wurscht. Das war definitiv Hardcore. Ach gut, dann schauen wir mal, ob ich rein theoretisch... Scheiße. Ich weiß nicht, ob das der Winkel war, der es nicht ermöglicht hat, oder... Ne, ich glaube, ich komme hier nämlich tatsächlich nicht mehr hoch. Was echt ein bisschen beschissen ist, aber naja. Ich glaube, ich komme ja hier einmal außen rum, oder? Ja, komme ich. Okay, cool. Dann haben wir heute leider nicht so viel Progress gemacht, wie ich erhofft habe. Aber wir haben zumindest noch ein paar nette Sachen gesehen. Wir haben den einen Special-Typen gesehen, der aus dem NPC rauskam. Mehr oder weniger, wenn man so sagen will. Und vor allen Dingen, wir haben gesehen hier den, den Bullen und wie heftig der jetzt ist. Ist wirklich groß geworden, kann man schon so sagen. Oh, nein. Oh, der da hinten sieht mich, oder? Oh, fuck. Oh, fuck. Okay, solange nur du mich nicht siehst, ist okay. Das war ein bisschen knapp mit dem Leben, das ich noch hatte. Holy fuck. Okay, wo ist der Nächste? Wo ist der, der mich fast entdeckt? Oh, der da. Oh nein! Okay, aber da ist immerhin keiner von den Typen, die Blitze schießen können. Und ich glaube, bei denen ist auch nicht so das Problem, wie man sie besiegt, wenn man einmal bei ihnen ist. Sondern nur eher, wie man zu ihnen kommt. Alle. Oh, okay, ich dachte, das klappt jetzt nicht. So, was ich mir jetzt denke ist. Ah ja. Alter, ich hasse die, dass die so wahnsinnig schnell angreifen, ohne irgendein Telltale sein. Also irgendein Zeichen zu geben, dass sie jetzt angreifen. Weil dieser eine Scream.
eine Scream ist das einzige, aber das machen sie ja nicht, bei weitem nicht immer, wenn sie angreifen. So, ist da oben. Da oben ist, glaube ich, keiner drauf. Hoffe ich jetzt einfach mal. Nee. Wo ist der Fallgart hin? Was? Alter, der hat mich gerade zweimal mit ihren Füßchen getreten und macht mir über die Hälfte Leben Damage. Okay, da unten sind welche. Achso, nee, sind das nicht diese Hunde, oder? Ich glaube, das waren die Hunde. Ich gehe jetzt sicherheitshalber mal hier hoch, nicht, dass die andere noch dazu holt. Ich weiß jetzt gar nicht, ob die überhaupt hier hochkommen kann. Jo, kann sie. Okay, macht aber nichts. Hallo? Okay. Die Frage, was, wer von beiden ist beschissener? Haha. Oh, okay. Oh nein. Wer ist das jetzt? Wer ist das jetzt? Man muss mal kurz weg. Wer ist das jetzt? Wer macht jetzt auf einmal Bullshit? Oh nein. Oh, danke. Okay, wie wär's, wenn wir uns alle mal ein bisschen beruhigen? Bis zur nächsten Folge. Wäre das ein Deal von euch? Alter, die wollen mich gerade echt bisschen hart rannehmen. Warum ist der eine geaggrot? Ich bild mir echt ein, dass die Sehdistanz von den Gegnern im New Game Plus erhöht wurde. Muss sein, weil anders kann ich mir das nicht vorstellen, dass regelmäßig Gegner, wo ich eine Gruppe Gegner ausgeschaltet habe, wo ich genau weiß, im ersten Mal durchspielen, da hat kein anderer irgendwas gesagt, dass jetzt das so geschissen ist. Naja, gut. Aber ich würde sagen, um die da drüben kümmern wir uns das nächste Mal. Drei Heilungen und wir müssen noch die da unten platt machen. Da oben die drei oder vier, die noch sind. Und dann haben wir erst unser nächstes Figürchen. Wird wahrscheinlich ein bisschen stressig nächstes Mal, aber nichtsdestotrotz, wir sehen uns beim nächsten Mal bei Let's Play Sekiro mit erschwerten Bedingungen im New Game Plus. Bis dahin sage ich Tschüss, Leute!